Okay, ich bin hier. Was willst du? Moment. Komm, hier rein. Skizzo, was ist los? Naja, wenn du reingehst, zeig ich's dir. Ich habe über deine Idee nachgedacht. Also die Höhle nördlich vom Camp zu versiegeln, damit die Horden nicht mehr durch unsere Felder ziehen können. Okay. Das Problem ist, Mai konnte bisher keine Sprengschnur dafür finden, oder? Nein. Aber ich weiß, wo welche ist. Genau hier. Nein. Na, ich weiß, was du denkst. Ich weiß es genau. Nein, das ist mitten im Ripper-Gebiet. Als ich das letzte Mal da war, hast du die Medizin für deinen Kumpel bekommen? Wir holen die Sprengschnur, sprengen die Höhle, boom, bye-bye, Horde. Das war doch deine Idee. Mann, die Scheißgrenze ist abgeriegelt und auch der Tunnel. Und ich soll da rein? Dann gibt es Krieg. Ich hab einen Plan. Außerdem komme ich mit. Halt dich nur von ihnen fern. Schnapp dir nur so viel Zeug, wie du kannst. Hoffe, wir brauchen's nicht, aber man weiß ja nie. Dann triffst du mich. Hier. Denn dort führt ein Weg über Iron Ridge. Was? Genau. Wovon redest du, Mann? Vertrau mir. Scheiße. Okay? Wir sehen uns da. Ich werde da sein. Deke, hier spricht Lost Lake. Hörst du mich? Hey, Ricky. Ich hab dich gesucht. Wir haben endlich fast im ganzen Camp wieder Strom. Du bist geil. Meine Hütte. Großartig. Hey, ich, hab sogar einen alten Boiler gefunden. Dann steck dich wieder heiß duschen. Großartig. Steckst du? Hör zu, Skizzo und ich, wir holen die Sprengschnur für die Sprengsätze. Wir wollen die Höhlen sprengen. Ja, aber wo? Wenn ihr Sprengschnur braucht, kriegt ihr die nur. Ricky, hey, da ist eine Störung. Ich höre dich nicht. Wir reden, wenn wir wieder zurück sind. Was soll das werden? Wir machen es so. Wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß? Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen. Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Auch wahr. Hey, die bemerken uns gar nicht. Also, Iron Mike. Hat dich zu einem Treffen mit Carlos geschickt? Der Alte hat's dir erzählt. Ja, natürlich. Okay, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn du Bescheid weißt. Schließlich gehörst du mit deinem Kumpel ja jetzt zum Camp. Oh, muss ja gut gelaufen sein. Wir spazieren einfach durch ihre, wie hast du das genannt, ihre verdammte Hintertür? Oh, das Treffen. Ja, das lief super. Versuch mal mit einem Haufen Affen zu verhandeln, die alle voll auf Drogen sind. Aber weißt du was? Wenn sie uns heute nicht packen, hält der Vertrag des Alten vielleicht doch noch. Obwohl Boozer und ich im Rogue Camp mit ihnen Probleme hatten. Hey, Carlos sagte, das war ein Fehler. Abtrünnige, okay? Er sagte zumindest, es kommt nicht wieder vor. Ach, und du glaubst ihm? Keine Ahnung, verdammt. Ich bin nur Mikes Lakai, genau wie du. Scheiße. Hörst du das? Ja, Wölfe. Glaubst du, sie sind infiziert? Wir werden es gleich erleben. Wie bist du vorher durchgekommen? Hier war so eine Holzleiter von Bergarbeitern, Höhlenforschern. Was weiß ich? Komm, hier drüben. Hilf mir hoch.
Bist du bereit? Ja. Los! Alles klar. Sieh mal unten nach, ob die Leiter irgendwo liegt. Ich sehe hier oben nach. Okay, beeil dich. Wir müssen aus dem Ripper-Territorium raus, bevor es hell wird. Ja, erzähl mir mal was Neues. Wölfe! Vorsicht! Ich hab sie! Das war der letzte. Schizo? Schizo, wo zur Hölle bist du? Moment, Moment, ich hab's schon. Kopf einziehen. Alles klar. Ich hab bei Mike eine Karte gefunden. Darauf sind alte Forstwege verzeichnet. Gefällt ihm sicher, dass du bei ihm rumschnüffelst. Was der Alte nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar. Wie du siehst, war der Pfad im schlechten Zustand. Er war als gesperrt markiert. Siehst du das? Ja, Ripper Lagerfeuer. Hast du sowas schon gesehen? Nein. Versammlung nennen die das. Dabei sollen sie komplett durchdrehen. Gehen wir. Ich will nichts damit zu tun haben. Zur Hölle damit, ich will's sehen. Was, bist du lebensmüde? Jetzt nicht mehr. Hör zu, ich will mit meinen eigenen Augen sehen, was die anstellen. Ruhe in Frieden, steig hinab, all dieser ganze Scheiß. Okay, okay. Aber bleib bei mir, wenn wir getrennt werden. Dann war's das. Ich folge dir. Warte mal. Was zum Teufel? Sie schneiden sich selbst. Ich kenne wen, der ihr Ritual mitgemacht hat, oder wie man das nennt. Er sagte, die Ripper sind dabei auf Drogen. Auf PCP oder sowas. Sie spüren keinen Schmerz. Gehen wir außen rum. Genau mein Gedanke. Hast du so etwas schon mal gesehen? Nein, nicht sowas. Ich auch nicht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Wenn sie uns erwischen, haben wir nicht genug Munition. Ganz genau. Gott. Runter, runter, shit! Wir müssen von der Straße weg. Ja.
Komm, wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, wieso? Ich bin oft hier lang gefahren. Früher. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist da hinten. Du wirst schon sehen. Komm mit. Hier entlang. Sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Was zum Teufel? Scheiße. Verdammt. Nein, 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 lass sie. Lass sie. Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln. Eine Sekunde, nur eine Sekunde. Oh, verdammt. Isabel, helft mir bitte. Komm schon. Bitte. Na los, wir müssen weg. Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Jesus, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind. Scheiße. Ja, okay. 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 Ich hab sie. Ich hab sie. Ihre Beine sind gebrochen. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Wir müssen uns beeilen. Tu es einfach. Hey, Kleine. Kleine? Es ist alles okay. Es ist alles okay. Schon gut, alles okay. Alles okay. Shh. Es ist alles okay. Alles ist okay. Wir gehen hier lang zurück. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Hast das Richtige getan? Lass gut sein, Skizzo. Wir alle mussten... Hör auf! Shit. Runter, runter. Was? Scheiße, was jetzt? Oh. Oh. Eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Ripper. Los, weg hier. Weg hier.
sind vollkommen durchgeknallt. Kennst du ihren Anführer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben, Rücken, Arme, Beine. Ich sage es mal ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Wie gesagt, Schizo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. Komm, es muss noch einen Eingang geben. Hey, warte. Sehen wir uns mal um. Was redest du denn da? Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, ja, okay, klar. Warum nicht? Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Was meinst du? Nehmen wir die Tür? Nicht aufzukriegen. Warte, warte langsam. Du weißt nicht, was da drin ist. Um diese Zeit ist da nichts los. Keine Sorge. Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. Ja, das kann passieren. Sieht so aus. Hey, Dick, du hast was gut. Ernsthaft. Hier, hilf mir. Hierdurch kommen wir rein. Nein, ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Gut. Gehen wir immer noch rein? Haben wir eine Wahl? Bereit? Zieh! Du kriegst durch, ich halte... Nein, nein, nein! Du gehst, ich hab's! Los! Los, los! Halt es jetzt für mich! Oh, Scheiße! Verdammt! Er klemmt! Zieh! Klemmt. Okay. Ist schon okay. Geh außen rum. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Dick! Dick! Scheiße. Damit! Hast du genug? Was damit? Hast du was hiervon? Thank you.
zum Teufel? Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknallter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Das war's. So, hier, die Tür ist auf. Scheiße. Bist du okay? Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Komm schon, ja, suchen wir einfach die Sprengschnüre. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Na toll. Wie sollen wir denn da hoch? Komm, ich helfe dir darauf. Oh, warte, warte. Ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Oh, ganz genau. Jetzt mach schon. Ja, okay. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, hoch! Oh mein Gott! Okay, ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Hier, Kopf einziehen. Das ging gut. Hey, das hier muss es sein. Bingo. Hier, halt mal auf, ich nehme es. Warum soll ich es nicht? Ach, du traust mir immer noch nicht. Wie die Dinge liegen. Doch. Komm, lass uns verschwinden. Skizzo, ich wollte mich noch bedanken. Nein, nein, Mann. Dafür, dass du mitgekommen bist und mir hilfst. Himmel, du... Nein, im Ernst, ich meine, wir waren nicht gerade willkommen in Lost Lake. Lass gut sein, okay? Okay, Skizzo, wenn wir wieder im Camp sind, warum lässt du nicht? Was soll das? Sorry, Bruder. Ich hatte keine Wahl. Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich hab gedacht, Ripper haben keinen Namen. Wir sind auf dem Weg. Meine Anhänger haben ihre Namen alle aufgegeben. Aber ich nicht. Noch nicht. Aha. Carlos. Jesse, was soll das? Ich behielt meinen Namen und die Erinnerung. Wie du und Boomser und Jersey Jim mich festgehalten hat, als Jack mit der Fackel kam. Jesse, das ist lange her. Wir hatten wirklich... Oh ja. Ich weiß noch, ich schrie. Ist okay. Ich weiß auch noch, dass ich damals etwas gelernt habe. Etwas Wichtiges. Einfach alles von dir. Wirklich alles, was dich selbst ausmacht. Oh, man kann es verbrennen. Bis nichts mehr übrig ist, außer deinem Namen. Und so sind die Freaks, weißt du? Ich weiß es jetzt auch. Und darum müssen wir genau wie sie sein. Okay. Ziehen wir das durch, oder willst du mich totquatschen? Oh. Wir ziehen das hier durch. Deacon St. John.
Aber wir machen das doch nicht allein, oder? Oh, ja! Wir machen das doch wohl nicht ohne Boozer, oder? Wir müssen es gemeinsam beenden, wir alle drei. Oh ja. Eins weg. Und was? Vielleicht noch ein Dutzend? Vielleicht mehr? Wie wahrscheinlich ist das? Wir alle drei. Du, ich, Boozer, am Leben. Und wir treffen uns hier am Ende der Welt. Was zur Hölle hast du mit Boozer gemacht? Oh, er ist noch nicht hier. Aber er kommt. Schon bald. Sie dich herbrachten. Lisa. Nein. So heiße ich nicht. Ich bin auf dem Weg. Ich habe keinen Namen mehr. Niemand hier. Alle, die mir je wichtig waren, sind tot. Lisa, hör mir zu. Weißt du, warum wir wie sie sein wollen? Wie die Freaks. Nein. Weil sie sich nicht erinnern, was sie verloren haben. Wen sie verloren haben.